Ja Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Map Changer und heute sind wir das zweite Mal jetzt auch in der Minecraft Attack 2 Welt. Und ja, ich bin aber ganz anders als am Ende der letzten Folge und das hat den Grund, dass ich einfach gestreamt habe zwischendurch, genau. Ich bin einfach im Livestream hier ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen weiter gefarmt und nochmal geguckt nach Höhen und so, ne? Und habe jetzt hier eigentlich eine gefunden, die wir noch ein bisschen erkunden könnten, ne? Und ja, das mache ich jetzt auch einfach mal, ne? Da können wir hier einfach mal ein bisschen weiter reinschauen, so insgesamt. Und ja, ich finde das jetzt nicht schlimm, ne? Früher habe ich ja auch gestreamt, das Projekt, und naja, zumindest gegen Ende dann, ne? Und habe dann eben immer den Fortschritt gezeigt, ne? Und ja, mache ich eben jetzt auch, ne? Wie in anderen Projekten, wie zum Beispiel Hexit habe ich ja sehr viel gemacht, oder ja, in letzter Zeit natürlich die aktuellen Projekte wie Tiny Craft Attack 5 und so weiter und so fort, ne? Ja, ich hatte einfach mal Bock, so ein bisschen im Stream auch hier rumzulaufen, keine Ahnung. Muss ja auch mal sein, ne? Dachte ich mir. Und ja, wir brauchen halt nur zurzeit eigentlich ganz viel Rohstoffe und deswegen muss ich eben, ja, da auch nichts weiter machen im Stream eigentlich als farmen, ne? Das reicht dann halt schon. Und ja, ich bin mal gespannt, was es hier so gibt. Also hier haben wir schon mal einiges an Kohle, das ist gut, weil da hatte ich halt nicht mehr viel. Beziehungsweise, na gut, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, wie viel ich zu Hause hatte. Auf jeden Fall Eisen brauche ich, glaube, ne? Weil da hatte ich echt nicht mehr viel, weil ich das irgendwie in der Ender Chest hatte oder so. Und ja, die Ender Chest ist ja leider gelöscht, ne? Ist natürlich sehr schade, weil dadurch sind natürlich auch meine ganzen Dias weg und so weiter. Das müsste ich mir jetzt alles neu erfarmen. Aber ich möchte natürlich auch nicht hier irgendwie die ganze Zeit, während ich das in Map Changer hier bringe, dieses Projekt, rumfarmen, ne? Und irgendwas abbauen. Das ist eben auch nicht mein Ziel, sondern ich möchte dann eben ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Und vor allem noch ein bisschen was bauen, ne? Das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich dann eben noch, ja, was Schönes für die Stadt mache oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, zurzeit habe ich mich da jetzt auch noch nicht entschieden, was ich da machen kann. Ja, wird sich halt zeigen. Und ansonsten ist jetzt auch das Jubiläum, ne? Die Folge ja kommt ja am 12.09., also ziemlich genau 2 Jahre nach Start der Staffel damals, ne? Ich glaube am 11.09. oder so hatte ich die erste Folge hochgeladen. Oder am 10., ich weiß es gar nicht mehr. An einem von beiden Tagen. Ich glaube am 10. hatte ich es aufgenommen. Aber wann ich es hochgeladen hatte, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also 10. oder 11. halt. Und ja, das war schon eine coole Zeit damals. Da habe ich also gedacht, ja, das Projekt, das ist nur was für nebenbei und das wird nur unregelmäßig kommen. Ich versuche es zwar täglich zu bringen, aber ich kann nichts versprechen oder ich wollte auch nichts versprechen damals, ne? Und ja, jetzt ist es einfach so ein Riesending hier geworden, ne? Ich meine, seit Dezember 2016 kam jetzt hier auf dem Kanal täglich mindestens ein Video, ne? Und ja, keine Ahnung, das ist einfach krass, wie ich das dann durchgezogen habe, doch, ne? Und was so alles daraus entstanden ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Kanal hier so sehr, ja, betreiben werde und da so aktiv sein werde und vor allem auch so viel Spaß habe, ja? Weil, ja, keine Ahnung. Damals dachte ich so, ja, YouTube ist ja jetzt für mich schon eine Gewohnheit oder ist schon so Routine, sag ich mal. Und mit meinem Hauptkanal, da hatte ich halt auch nicht mehr so viel Spaß, ne? Hatte ich ja damals auch öfter mal angesprochen. Das damalige Kanalkonzept, damit war ich einfach nicht zufrieden. Nur dachte ich so, yo, machen wir mal Ickels nebenbei, ja, vielleicht wird's ja was. Aber, ja, werde ich wahrscheinlich nicht lange machen oder so. Und dann ist es doch nochmal so ein richtiger Neustart für mich irgendwie geworden, ne? Ich hatte dann auch immer das Gefühl wieder, wie als ich mit YouTube angefangen habe nochmal, ne? Als würde ich halt nochmal, ja, so richtig back to the roots gehen und einfach nochmal, ja, alles von Anfang an durchleben mit YouTube, ja? Also es war für mich wirklich nochmal ein komplett anderes Feeling oder auch das komplett alte Feeling war nochmal da. Und das ist einfach nur cool, muss ich sagen, ne? Dass das so geklappt hat und ja, keine Ahnung, also ich bereue die Entscheidung nicht, das kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache, natürlich hatte ich dadurch dann immer mehr Arbeit und so weiter, aber ich muss sagen, zur Zeit nehme ich jetzt auch wieder seit dieser Woche etwas mehr auf für Ickels, ne? Vorher habe ich etwas mehr für TMLP aufgenommen und weniger für Ickels zum Beispiel. Und ich muss sagen, immer wenn ich so mehr für Ickels mache halt, wenn man da so einmal richtig drin ist, dann macht schon echt wieder Spaß, ne? Und ja, da kann man gar nicht aufhören, sag ich mal. Und naja, ich bin mal gespannt, wie das eben so in Zukunft noch sein wird, ne? Das werden wir halt sehen. Also, kann man ja vorher nie wissen, ne? Die Zukunft kann man ja nicht
wie solche Wahrsager da hier voraussagen. Die sagen einem eh immer nur die gleichen Floskeln, ne? Also ich persönlich war da auch noch nie bei so einem Wahrsager, by the way. Ja, so als kleine Story mal. Aber man sieht halt immer im Fernsehen von denen, ja, und wie Leute halt auch verarscht werden zum Beispiel und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, ich finde sowas einfach nur dämlich, weil die halt, ja, nie was Ordentliches voraussagen, ne? Und naja, die haben halt so auch ihre Maschen und alles, wie sie die Leute dann eben rumkriegen und wie sie die überzeugen quasi. Aber das ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei, ja, sozusagen. Und naja, jedenfalls, Alter, wie viel zieht er mir ab? Yo! Ja, geil! Sind wir auch tot? Oh, lol. Ich spawn ja direkt hier. Ja, komm, dann gibt's direkt Rache. Aber Keep Inventory ist an. Hat der Street angemacht? Ich weiß gar nicht. Das kann sein. Naja, gleich mit dem nächsten anlegen hier, weißt du? Weil einer reicht ja nicht. Ja, geil. Nochmal, würde ich sagen, ja. Weil ich kann das ja nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss jetzt dieses Scheißvieh töten. Wo ist der hin? Hier. Na komm. Na endlich, ey. Und wo ist der andere jetzt hin? Der von vorhin, der erste? Ich weiß es nicht. Vielleicht da hinten. Warte mal, wenn ich den jetzt mit 2 Hits töten kann, dann war er das. Auf jeden Fall. Aber erstmal das Skelett hier. Ja, eigentlich wollte ich diese Folge auch noch was anderes machen, als nur mich mit Mobs kloppen. Ja. Wäre ganz schön. Ah ja, das war er hier. Sehr gut. Da haben wir den doch noch bekommen und eine Enderperle obendrauf. Und ja, ich hatte auch überlegt, ob ich mal bei Nekrug ein bisschen klauen soll, ne? Gerade jetzt zum Jubiläum, ne? Da kann man sich ja mal gönnen. Ja, aber 2 Jahre ist echt schon krass, ne? Dass das Projekt jetzt schon so alt ist, damals der Anfang, das ist schon heftig irgendwie. Und das denkt man auch gar nicht, ne? Weil es kommt einem immer so vor, als wäre das erst irgendwie noch gar nicht so lange her, ne? Als ich damals so an dem Spawn stand und so. Ja, es war schon was Besonderes, ne? Und naja. So, ich nehme mal ein bisschen Eisen mit. Vielleicht finde ich noch ein paar Dias oder so. Ist ja eh alles noch nicht verarbeitet, ne? Und übrigens hier habe ich auch nochmal durchgeschmolzen im Stream hier. Die 8 Eisen. Und oh, hier haben wir noch einen Diamant, aber mehr halt auch nicht, ne? Ist ja auch ein bisschen schade dann. Aber naja. Na, ich lasse ihn einfach mal hier liegen. Vielleicht kann ich ja nochmal in den anderen Kisten rumschnüffeln bei Kyojin. Also, ja, da gibt's bestimmt noch was. Und stimmt, ich weiß noch, als wir das hier gebaut haben, ne? Das war in der einen Folge zusammen mit Nekrug halt. Da habe ich ja irgendwie ständig mit Nekrug aufgenommen, weil alle anderen inaktiv waren. War auch sowas, ne? Und, naja, irgendwie ist es schon immer schade, ne? Wenn die Leute dann immer so inaktiv werden und so. Aber ich muss sagen, Minecraft Attack 2 war eigentlich so das aktivste Projekt und vor allem auch das längste, ne? Ich meine, die Leute waren eigentlich auch viel, viel länger aktiv noch als in anderen Projekten die ganze Zeit, ne? Und es war eigentlich schon echt eine coole Zeit, muss ich sagen, ne? Und ja, ich hatte ja auch 175 Folgen und das nicht umsonst, ne? Das hat natürlich auch was zu sagen und spricht für sich quasi, ne? Und naja, jedenfalls, oh, hier ist eine Kiste. Ist auch nichts drin. Ja, ich werde sehen, wo sind denn hier die Kisten von Kyojin und so? Hatten die hier nix? Warte mal, da unten ist, glaube ich, Lucas Survive. Da gucken wir mal dahin, ob da noch Kisten sind. Ne? Ah, hier ist keine, Dings mehr. Ach, weißt du, was ich da jetzt mache? Da mache ich einfach das da. So. Sind wir drin, ne? Würde ich sagen. Ja, nur weil ich keine Spitzhacke gerade habe. Aber ist ja egal. Oh, lol, als ob hier ist schon eine Schalker-Box, Box. Hä? Gab's die da schon? Also am Anfang von Minecraft Attack waren wir noch auf der 1.10, ne? Und dann sind wir auf 1.11 gewechselt, als das Update kam. Und da gab's natürlich dann schon Schalker-Boxen. Konnte man die da eigentlich schon craften? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Konnte man nur finden oder so. Aber hier ist alles nichts drin, weil hier Street nicht reingeguckt hat, ne? Dann funktioniert das ja nicht mit den Kisten speichern. Und naja, ist ein bisschen doof, aber was willst du machen? So ist halt der Mod. Und ja, ich kann ja mal hier so ein kleines Thumbnail machen, ne, würde ich sagen. Einfach mal so von Monkeks Haus, wie er damals noch hieß. Und ja, dann gucken wir mal. Da haben wir schön noch den Sonnenaufgang im Hintergrund, ne. Ist auch ganz cool. Machen wir mal so hier. Und ja, dann sind wir eigentlich durch mit der Folge von heute.
Es gab ja wieder einiges zu erzählen, sicherlich, ne? Und ja, das ein oder andere halt auch anzugucken. Und vor allem konnte ich mal, ja, das Jubiläum erwähnen, ne? Und ja, ich hätte natürlich jetzt auch gerne noch irgend so ein Special gemacht, aber da fiel mir jetzt auch nichts spontan ein, ne? Ist natürlich dann auch doof, wenn es so ist. Und naja, da kann ich auch nichts machen. Aber ich denke mal, es war schon ganz okay so, ne? Und das kann man schon so stehen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Also haut rein, bis dann und tschüss.